Jo, willkommen zurück. So, Taschen leer gemacht, abgedatet auf 1.7. Ist ja schon eine Woche her, seitdem das rauskam, aber ich wollte alle Mods haben und habe ich trotzdem nicht. Better Glass zum Beispiel funktioniert noch nicht. Da kackt mal Minecraft-Ordner mal ab, aber egal. Und jetzt wollte ich eigentlich mal ein bisschen was am Haus machen. Das funktioniert ja soweit, sofern da wieder Mobs spawnen. Und zwar wollte ich jetzt einiges an... Ne, Moment, erstmal wollte ich unten die Pistons wieder setzen. Aber ich nehme wieder nur 4 Stück, ich werde es nicht größer machen. Dafür brauche ich aber dann Gravel, da nehme ich keinen Sand. 4 Gravel. Eimer brauche ich. Eimer. Und Pistons bauen. 4 Stück an der Zahl, dafür brauche ich noch ein bisschen Eisen. Redstone und... Wooden Planks. So, ich denke mal, damit sollte es funktionieren. So, da sind sie. Sticky Pistons kann ich leider noch nicht machen, weil dafür brauche ich noch ein paar andere Sachen. Und zwar Slime Balls. Und ich habe hier in dem Spiel noch nie einen Slime gesehen, aber dafür müsste ich auch eigentlich, glaube ich, tiefer rein. Also ich habe gelesen, irgendwie die Spawn zwischen 1 und 15. Ich war, glaube ich, jetzt am Rumlatschen so auf Ebene 16 irgendwas. Weil ich halt Diamanten gesucht habe. So, und jetzt fahre ich eben runter. Boah, und hier kam wohl der Creeper um die Ecke. Leck mich am Arsch. Auf geht's. Wollen wir immer trinken? Oh, die Tür ist sogar noch auf. Und ich hoffe, es funktioniert. Die Stromversorgung liegt ja noch da unten. Oh ja, komm schon hoch. Sauber! Die sehen auch irgendwie geiler aus, finde ich jetzt. Mit Textur. So, runter. Jo. Aber die... sind auch geil, weil die, ich dachte, die springen wieder, aber das reicht. Dann braucht man da schon mal keine Sticky Pistons. Aber ich glaube, die Lava reicht nicht. Ich habe ja was gemobst für die Falle oben. Zwar ganze 4 Eimer fehlen noch. Wie viel haben wir noch? Ich glaube einen. Jo, der Rest ist Müll. Nein! Aua! Ich wollte es nicht wieder bis ganz oben fahren, da hätte ich irgendwie Scheiße gefunden. Und Lava ist hier genug. Und auf welcher Höhe sind wir denn hier? 9,6. Also wäre das schon eine Höhe, wo die Dinger sein sollten können. Boah. Okay, der verbrennt. Woher kam der denn? Da müssen wir auch nochmal hin. Wenn die Rohstoffe wieder knapp werden. Und jetzt bloß den Lava-Eimer aus der Hand nehmen, sonst schütte ich gleich hier alles voll Lava. Ach ne, ich fahre ja gar kein Minecart. Glück gehabt. Na, lauf schon. Ich hab mal ein paar Steine mitnehmen. Ja, toll, hab ich nicht. Habe nicht. Nein. Oh, scheiße. Oder ist hier noch was? Nö. So, die Frage ist jetzt, warum steht mein Minecart wieder hier unten? Ach ja, ich glaube, wenn ich nicht drin sitze, hat das nicht so viel Schub, um bis nach oben zu kommen. Stimmt ja. Auch eine Absicherung dann. Mal. Ich komme nicht mehr ran.
So, jetzt muss ich aber langsam mein Haus bauen. Ich habe keine Lust mehr im Keller zu schlafen. Hoch! Ui! Hä? Nein! Oh, wäre blöd gewesen, dann wäre ich ja weiter hochgefahren. Passt, perfekt. Hebel drücken. Boah, ist das geil. Geil. Geil, okay. Gut, dass in dem Eimer jetzt nichts mehr drin war. Hätte fatal enden können. Und was auch noch geil ist, man kann jetzt Blätter ernten. Richtig geil, dafür brauche ich aber Eisen. Ich mache mir direkt mal eine Schere, falls ich ein Schaf unterwegs sehe. Ja, ich habe mir vorher angeguckt, wie das geht. Für all die, die sich wundern. Werkzeug und Ausrüstung, Eimer. Lava Bucket. So, Holz, nicht Holz, Haus. Dafür brauche ich schon mal Glowstones. Ein paar Treppen. Ein paar Wooden Planks. Ganz viele Steine brauche ich dafür. Gravel. Und soll ich noch Holztüren mit? Ne, Holztüren brauche ich noch nicht. Oh nein, es ist dunkel. Und ich sehe einen Tintenfisch. Zwei Tintenfische. Oh, da kommt eine Spinne in meiner Monsterfalle. Oh, hier sind aber viele Spinnen. Haut bloß ab. Nein, Spinne haben mich gesehen. Spinne auf Angriff. Boah, springt die mich an. Verkackte Spinne, die. Direkt, das sind meine Säcke. Na, da hinten war noch einer. Egal. Und ich glaube, es wird hell. Kann das? Kann das sein? Yo! Ja, wie baue ich jetzt mein Haus? Ich habe mir so was überlegt. Und zwar mache ich jeden Boden und jede Etage zwei Steine dick. Und zwar da das voll in den Hintergrund. Das kann ich jetzt mal eben zeigen. Oder aber erst, wenn ich die Bahn hier gezogen habe. Deswegen, das wird wahrscheinlich jetzt ein Riesenhaus. Und das hier kommt auch noch... Oh, da ist noch irgendwas... Nee, nix. Nein. Oh. Soll ich verpissen? Genau, das Zeug kommt ja auch noch weg. Dann wird hier bald eine Treppe hochkommen zu dem dunklen Wald. Und das geht hier zu meiner Minecart-Station, der Weg. Ja, wir haben noch viel vor. Autsch. Mal verkacktes Holzstück, du. Ich baue das erstmal jetzt bis dahin, sonst... Boah, ich dachte schon. Mal schub der Hund mich weg. Jetzt bleib sitzen. Zum Glück habe ich nur zwei Stück. Boah, ist das schön hell. Ja, jetzt nochmal zum Thema, warum ich dann zwei... dicke Böden Decken machen möchte. Und zwar aus folgenden Gründen. Moment, ich muss aber eben hier setzen. Nämlich, wenn ich jetzt hier so eine schöne Lampe mache in mein Haus, hätte ich ja in der obersten Etage das im Boden. Und das fände ich irgendwie kacke. Und deswegen kommt da oben jetzt gleich auch noch eine Steinschicht drüber. Oder halt, wenn wir da oben ankommen. Oh, ein Creeper. Böser Creeper. Böser mein Mann, da sollte nichts hin. Und dann benutze ich auch erstmals Bilder zum Dekorieren. Das habe ich auch noch nie gemacht. Außer in meiner Testwelt. Um zu gucken, wie das überhaupt geht.
Moment, hier. Ach ja, genau. Hier muss ja auch noch... Ich mache es extra immer drei dick, damit in der Mitte dann diese schönen Lampen hin können. Ja, toll. Ich hab doch nur losgelassen. Oh nein, obwohl, Moment. Nein, damit nicht abbauen, hiermit abbauen. Auch Glück gehabt. Denn wenn man es normal abbaut, dann droppt da nichts raus und das ist doof. Oh, fail. Drei? Wo ist der vierte? Ja, Alter, ich schwör. Ja, super. Konzentrieren. Oh. Dann wieder. Oh. Ja, jetzt mache ich jetzt hier mal eben die Wand. Ne, Moment, hier kommt keine Wand hin, hier kommt eine Wand hin. Oh mein Gott. OMG. So, und das wird direkt die Wand für die unterste Etage sein. Oh, was kommt denn da? Ah, ne, da ist der Hund. Hier bin ich auf dem Sack, Hund. Steine sind ja genug da. Und ich kombiniere das immer so ein bisschen mit Holz. Weil es so schön ist. Und ich hoffe, das Licht reicht dann im Haus, wenn ich überall solche Deckenlampen habe. So. Wie viel? Ne, das war's. Und hier kommen auch noch schöne Bildchen rein. Hier kommt, glaube ich, ein Zaun hin. Hier kommt Glas hin. Aber in der Höhe. So, wieder so ein kleines Proletenhaus. Glas habe ich natürlich nicht mit, war klar. Ach Mist, das brauche ich ja doch schon hier weiter. Okay, mache ich jetzt eben zu Ende. Oh Mann! Und dann widme ich mich mal der unteren Etage, wo ich dann erstmal das Bett reinstellen werde, provisorisch. Was kacke da, dass hier so ein blöder Steg ist. Kacke, Mann! So. Oh, wunderschön schon. Komm, wenn wir schon mal hier sind, machen wir direkt hier. Können wir jetzt bis hinten hin durchziehen. Ich denke mal auch ein bisschen ein Stück weiter noch. Moment, da unten wird es eh ein bisschen knapper. Da mache ich jetzt hier eine kleine Treppe hin. Dafür aber nochmal hier einen Stein. Ich weiß, es sieht wahrscheinlich total scheiße aus im Moment. Aber das ist ja auch noch eine reine Baustelle. Wow! Kommen hier die Wände. Ne, Moment, doch war richtig. Hier kommen dann Fenster rein. Muss ich natürlich nur synchron halten. Mit dem Glowstone-Kakteen-Farm hier hinter mir. 1, 2, 3, 4. Und hier. Ja, so. 1, 2, 3. Hier passt nur ein Dreierfenster rein. Das gefällt mir aber so gar nicht. Wird auch ein Vierer. Arschlecken. Treppen habe ich sogar noch 12 ganze mit.